Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich gerne euch wieder ein neues Autoradio zeigen. Vielleicht der eine oder andere schon erkannt, das ist ein Radio, was ich euch schon oft gezeigt habe. Bloß hier haben wir die Besonderheit, dass wir hier Android mit drauf haben. Und das heißt, wir haben auch WLAN und das ganze Zeug. Und ja, ich zeige am besten, was ihr alles so bekommt im Lieferumfang. Fangen wir einfach mal an mit den Bedienungsanleitungen. Hier mal einmal ein Dankeschön. Dann habt ihr hier eine Garantiekarte. Und hier eigentlich wird euch das Android-Betriebssystem ein bisschen näher gebracht und das Autoradio natürlich mit den einzelnen Funktionen. Dann kommen wir weiter. Hier haben wir eine Kamera drin, eine Rückfahrkamera. Die könnt ihr dann einfach irgendwo festmachen. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz. Das ist hier die Kamera mit Nachtlichtsensor, damit man auch im Dunkeln was sehen kann. Hier unten ist ein doppelseitiges Klebeband, damit ihr das irgendwo dran kleben könnt. Dann habt ihr ein externes Mikrofon, das ihr anschließen könnt, auch mit einem doppelseitigen Klebeband. Dann haben wir einmal eine GPS-Antenne. Dann haben wir noch weitere Kabel. Einmal dieser Adapter hier. Mit verschiedenen Anschlüssen hier. Müsste mal hier gucken. Can in, rear out, front out, Subwoofer. Also für die Anlage. Dann haben wir hier drinnen einen Apple-Anschluss, also fürs iPhone oder was auch immer. Dann habt ihr hier noch weitere Adapter, USB-Anschlüsse, OTG und so weiter. Wie ihr hier seht, 3G oder USB, könnt ihr je nachdem verwenden. Dann haben wir hier ein langes Kabel für die Kamera zum Anschließen, ein Stromkabel und Signal. Dann haben wir hier so einen Quadlock-Adapter, wenn man den braucht für ein Fahrzeug. Davon haben wir noch einen, bloß dass wir hier noch so einen CAN-Bus-Adapter mit dranhängen haben. Und noch einmal hier für die Antenne ein Kabel. So, ja, das war's jetzt erst einmal mit dem Zubehör, was wir so dabei haben. Jetzt kommen wir mal zum Autoradio selbst. Wie ihr sehen könnt, hier links habt ihr einen Drehschalter, mit dem ihr laut und leise machen könnt und das Autoradio ein- und ausschalten. Das machen wir jetzt kurz hier mal, es wird runtergefahren. So, dann habt ihr hier darunter gleich GPS, dann das Band könnt ihr wählen, AMS. GPS-Card, die kann man hier rein tun. Das ist hier keine drinnen. Ich lasse jetzt nochmal so. Dann habt ihr auf der anderen Seite auch wieder einen Tune-Drehknopf. Neben dran einen Air-Knopf für einen DVD-Player. Hier auf der Seite habt ihr noch einen Mute-Knopf. Damit könnt ihr den Ton ein- und ausschalten. Dann haben wir hier einmal, wie gesagt, Disk. Dann ein Home-Button sozusagen, einmal Zurück-Button und hier könnt ihr auch mal noch mal eine SD-Karte reintun. Schauen wir mal, ob ich das aufkriege. So, da habt ihr hier noch mal so ein Slot. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich das hier auch noch schnell zukriege. So, das haben wir jetzt. Schalten wir einfach mal das Radio wieder ein. So, so schnell ging das, wie ihr seht. Es gibt hier auch eine Hintergrundbeleuchtung bei den Knöpfen, wenn ihr es gesehen habt. Ich bin jetzt mit meinem Smartphone auch hier verbunden per Bluetooth. Ich könnte jetzt hier einfach irgendeine Nummer wählen und einfach auf die Anruftaste drücken. Können wir mal probieren hier. Das Video wurde jetzt abgebrochen dadurch, dass ich hier gewählt habe, weil ich hier mit dem Smartphone aufnehme. Ja,
hier habt ihr dann zum Beispiel euer Adressbuch, das könnt ihr dann hier einfach unten aktualisieren. Das mache ich jetzt nicht, vielleicht bricht es dann wieder ab. Dann könnt ihr hier sehen, was ihr für Geräte zum Verbinden habt in der Nähe, die ihr Bluetooth eingeschaltet haben. Dann könnt ihr hier bei den Dingen hier noch einstellen, wie der Bluetooth hier heißen soll vom Autoradio und auch die PIN vergeben. Auto-Answer heißt, dass hier dass er automatisch den Anruf entgegennimmt und darunter automatisch verbindet. Jetzt gehen wir einfach mal zurück zum Homescreen. Das ist unser Homescreen hier. Sieht sehr ähnlich aus wie auch am Tablet oder am Smartphone, weil es gibt ja sehr verschiedene Homescreens. Das ist jetzt hier alles hier frei. Jetzt schauen wir mal. Hier unten habt ihr die Navigation. Hier ist jetzt Google Maps drauf. Ich müsste jetzt WLAN einschalten. Ich habe hier aber leider keins in der Nähe. Deswegen gehen wir auch hier wieder zurück. Und hier könnt ihr auch zum Beispiel auch die Musik weiterlaufen lassen. Und ja, hier wird ein bisschen leiser. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, wie ich finde. Dann können wir Videos schauen, Radio hören. Radio schaut dann so hier aus, mit verschiedenen Frequenzen, verschiedenen Bändern hier, FM, AM. Und ihr könnt das natürlich auch alles abspeichern. Und Sender könnt ihr zum Beispiel hier einfach so über das Rädchen hier suchen. Sieht jetzt erst teilisch aus, wie ich finde. Dann gehen wir nochmal zurück und einmal hier rein und schauen wir uns, was für Apps wir alles drauf haben. Also hier Adobe Acrobat Reader, APK Installer und dann habt ihr hier auch so ein Equalizer, da könnt ihr dann selber einstellen nach eurem Belieben, wie es euch am besten gefällt. Hier habt ihr Benutzer, Rock, Popular, Jazz, Classic und so weiter. Ja, jetzt bin ich wieder da raus. Hallo. So, dann habt ihr wie gesagt DVD, im Browser habt ihr hier rechts E-Mail-Programm, Downloads, Dateimanager, DAB. Dann habt ihr natürlich Einstellungen, Fotos, Galerie, könnt ihr anschauen, Gmail ist vorinstalliert, Google-Einstellungen, iPod, Key Studio, das weiß ich nicht, was ist, Google Maps hier nochmal, Media Player. Play Store ist sehr interessant, ihr könnt alles mögliche aus dem Play Store auch herunterladen, was ihr so wollt. Dann habt ihr unten einen Taschenrechner, falls ihr mal benötigt, Sprachsuche, Telefonnummer, Uhr, dann auch übers Auto, könnt ihr auch sehr viele Einstellungen machen. Da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier ein Fahrzeug habt mit einem Lenkrad, was diese Knöpfe dran hat und einige andere Informationen, zum Beispiel hier die Batterie, die Geschwindigkeit, kann man das umändern auf km/h vielleicht, km/h steht hier unten, okay, das sind vielleicht die Umdrehungen, wie viel Volt, wie viel Liter Treibstoff, je nachdem, ob das abgelesen werden kann aus eurem Steuerdingskasten da. Gehen wir nochmal zurück. Haben wir da noch was? Da haben wir auch noch zum Schluss hier Videos. Ich wollte auch nochmal in die Einstellungen gehen, damit wir sehen, welche Android-Version wir hier drauf haben. So. Und wir haben, was haben wir denn? Version Info. 5.1.1 seht ihr hier, ist also hier installiert. Dann schauen wir weiter. Ein Menü raus. Dann habt ihr hier ein, schaut aus wie ein Windows-Zeichen, was dann ein bisschen stylisch aussieht. Hier, ihr seht, das sieht dann so aus. Da habt ihr auch alles hier unter einen Hut. Ihr könnt hier noch weiter scrollen. Internetbrowser, schauen wir hier weiter, Uhr, Taschenrechner und so weiter. Key Studio,
Was ist jetzt? Aha, okay. Das ist wie gesagt dieses Lenkradzeug, was ihr habt. Da müsst ihr zum Beispiel dann irgendwas hier drücken und dann müsst ihr das jetzt hier auch auf eurem Lenkrad drücken, damit die Taste zugeordnet wird. Und ja, ich resette jetzt mal, weil das habe ich nicht angeschlossen. So, ein modernes Fahrzeug habe ich hier jetzt gerade nicht. Ja, also ihr könnt damit viele Sachen machen. Wenn ihr im Play Store, wie gesagt, reingeht, ihr könnt euch da Facebook runterladen, Spotify, was es nicht so alles gibt. Und wenn ihr natürlich ausreichend Datenvolumen besitzt, könnt ihr das mit eurem Smartphone connecten. Und dann könnt ihr das an so einen Hotspot aufmachen und dann könnt ihr mit dem Autoradio überall rein und viele Informationen abrufen. Ihr könnt surfen, ihr könntet auch wahrscheinlich Spiele darauf installieren und dann irgendwie mit dem Smartphone als Joystick benutzen, oder es gibt ja auch diese anderen Bluetooth-Joysticks. Vielleicht funktionieren die auch, das muss man ausprobieren. Also ihr habt einen Haufen Möglichkeiten, was ihr damit so machen könnt und anstellen könnt. Ich finde es eine klasse Sache und auch auf jeden Fall ein schickes Autoradio. Bei mir passt es nicht ganz perfekt rein, weil das ist nicht für mein Auto gedacht. Hier kann ich jetzt einfach die letzten Apps wieder schließen, wie man das auch so kennt vom Smartphone und Tablet, wie gesagt. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, es läuft alles sehr flüssig und das ist einfach spitze. Was vielleicht auch noch interessant ist, schauen wir uns noch schnell mal den Speicher hier an. Hier könnt Display, Tastenbeleuchtung, die ganzen Apps verwalten natürlich. Ich brauche jetzt nicht weiter darauf eingehen. Sicherheit, GPS, Fahrzeugeinstellungen, Erweiterungseinstellungen. Ich wollte mir jetzt den Speicher eingeschauen. Ach, da ist er. Okay. Also viel Speicher haben wir jetzt hier nicht, wie wir sehen. 1,5 GB frei. Internen Speicher. Gesamten Speicher haben wir aber immer noch hier 11 GB frei. Was jetzt hier? Ah, okay. Flash. Und der Speicher hier. Okay. Also ihr habt doch noch reichlich Speicher mit 11 GB frei. Das müsste auf jeden Fall reichen, glaube ich. Für so die wichtigsten Apps und so. Und ja, ich glaube, ihr könnt auf jeden Fall damit viel anfangen. Wenn man eine MicroSD-Karte reinschmeißt, kann man vielleicht den Speicher noch dazu verwenden, irgendwie für Bilder, Videos und so weiter. Es bleiben euch auf jeden Fall viele Sachen offen, die ihr machen könnt. Ich kann auf dieser Seite auf jeden Fall das Autoradio empfehlen, bei jedem, dem es reinpasst. Und es ist auf jeden Fall ein Doppel-DIN-Autoradio. Das aber für spezielle Fahrzeuge ist, ich glaube VW für die neueren Modelle, aber da müsste man in die Beschreibung reinschauen vom Hersteller, da steht nochmal welches Jahr und welches Fahrzeugtyp und Modell das Radio reinpassen würde. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Video. Ich wollte euch das Auto ein bisschen näher bringen. Wie gesagt, das war ein Radio, was ich schon mal hatte, so ein ähnliches, bloß dass es kein Android drauf war und kein WLAN hatte. Hier habt ihr auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten, wie ich finde. Ich selber habe auch eins hier in meinem Golf mit WLAN. Das gefällt mir echt super. Ich möchte es auch nicht mehr missen eigentlich. Und ja, vielleicht gefällt es ja euch auch und der eine oder andere möchte sich auch besorgen. Dann hat er jetzt erst einmal einen ersten Einblick davon bekommen und vielleicht fällt ihm die Entscheidung auch beim Kauf etwas leichter. Alles klar, Leute, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und ich gehe mir jetzt ein bisschen hinlegen, weil ich bin nicht müde. Macht's gut, gute Nacht. Ciao, Leute.